Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir schauen auf die wichtigsten Termine in der kommenden Handelswoche. Was könnte die Börse bewegen in der Woche vom 20. bis zum 24. Januar 2014? Vielleicht wird es ja die Woche der 10.000-Punkte-Marke für den DAX. Er ist nicht mehr weit weg von dieser magischen Schwelle. Und sollte das Zahlenfutter stimmen in der kommenden Woche, dann, so sagen es hier viele Marktbeobachter auch an der EUVAX, dann sollte diese große, diese psychologisch so wichtige Marke durchaus geknackt werden können. Beginnen wir mit dem Montag. Da gibt es gleich früh morgens frische Zahlenkost aus Peking. Wir bekommen dann die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt des Jahres 2013, erfahren dann, wie stark wirklich das Wachstum war in China. Man rechnet ja mit einer Wachstumsrate von gut 7,5% für das abgelaufene Jahr. Und es gibt auch gleichzeitig die Zahlen zur Industrieproduktion für den abgelaufenen Monat Dezember aus Peking. Und Sie wissen, die Zahlenkost gerade aus dem Reich der Mitte, die ist immer wichtiger geworden für die Börsianer. Und insofern werden auch wir hier in Stuttgart auf die neuesten Zahlen aus China sicherlich achten. Am Dienstag geht es dann los mit Unternehmensberichten. Allen voran steht SAP im Fokus. Die Eckdaten wurden ja hier schon veröffentlicht Anfang Januar. Am Dienstag lädt dann der Waldorfer Software-Riese ein zur Pressekonferenz. Dann werden die finalen Zahlen des Jahres 2013 präsentiert, also insbesondere die Entwicklung des abgelaufenen vierten Quartals. Und es wird dann auch ein Ausblick gegeben auf das neue Jahr 2014. SAP also am Dienstag auf jeden Fall im Blickfeld des Interesses. Außerdem aus Mannheim am Dienstag die Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartungen für den Monat Januar. Da werden ja immer die Finanzmarktteilnehmer befragt, wie sie die Stimmung einschätzen an den Märkten. Man rechnet hier mit einer weiteren Verbesserung beim ZEW-Index. Und außerdem am Dienstag dann am Nachmittag Zahlen von Big Blue IBM. Auch in der nächsten Woche geht es weiter mit den Berichten, mit den wichtigsten Bilanzberichten aus den Vereinigten Staaten von der Wall Street. IBM also am Dienstag im Blick. Am Mittwoch dann beginnt in Davos, in den Graubündner Bergen in der Schweiz, das 44. WEF. Und WEF steht für das Weltwirtschaftsforum, eine der wichtigsten Plattformen, wo man sich trifft. 2500 Größen aus Wirtschaft, Politik und Finanzindustrie werden in Davos erwartet, darunter auch 50 Staats- und Regierungschefs. Das große Thema ist die Neugestaltung der Welt und die Konsequenzen für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und auch Börse. Stuttgart TV wird vor Ort mit dabei sein. Außerdem dann in der kommenden Woche am Donnerstag, ich habe es bereits angekündigt, weitere Bilanzzahlen von der Wall Street aus den USA. Am Donnerstag gibt es dann Zahlenkost von Microsoft und schließlich zum Wochenende am Freitag Zahlen von Procter und Gamble. Wir werden berichten vom Weltwirtschaftsforum am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag. Also, das scheint eine spannende Woche zu werden. Jetzt muss nur noch beim DAX die 10.000er-Marke geknackt werden. Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zur kommenden Woche. Alles Gute. Tschüss.